Ich habe gedacht, das ist nur Anfang. Okay, gut. Ich bin Nina. Ich bin eine Russin, wie ihr hört. Deswegen, ich muss euch gleich so, euch bitten, dass ihr mir irgendein Zeichen gibt, wenn ihr mich nicht versteht. Weil in der Bibelschule, ich war vor 10 Jahren in der Bibelschule, und dort habe ich mein erstes deutsches Lied gelernt. Und ich habe dann meinen Klassenkameradinnen das vorgesungen, voll stolz. Und sie haben gesagt, schönes russisches Lied. Deswegen habe ich gedacht, das ist ganz wichtig, falls er mich nicht versteht, irgendein Zeichen. Ich weiß nicht, so Juhu oder irgendwas. Dass ich dann weiß gerade, dass ich dann irgendwie nochmal sagen soll auf Deutsch. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ganz schön bei euch. Und ich habe da im Vorfeld schon gedacht, oh, bestimmt so kurz nach 9 seid ihr bestimmt schon müde, seid ihr noch aufnahmefähig. Und dann habe ich die Geschichte nochmal angeguckt, die ich heute mitgebracht habe für euch. Und ich musste so feststellen, ich habe die Sachen gelesen, die vor dieser Geschichte laufen oder nach dieser Geschichte laufen. Und ich musste feststellen, dass ganz, ganz vielen Geschichten, die da rumstehen, um diese Geschichte, alles passierte an einem Abend. Also Leben mit Jesus war total konzentriert und ich glaube, deswegen haben Jünger oft gar nicht gecheckt alles und ich hatte gar keine Zeit zur Verarbeitung und nur danach haben sie das so ein bisschen nachgeheult. Aber das lässt mich, gibt mir Mut zu glauben, dass euch auch heute nicht zu viel wird. Und wenn ihr heute irgendwas nicht versteht, dann vielleicht kann man immer so nachlesen, nacharbeiten. Und die Geschichte, die ich euch heute mitgebracht habe, die steht in Markus Evangelium 5. Könnt ihr danach nochmal nachlesen. Aber ich stelle mir so vor, wie das alles angefangen hat. Wie gesagt, das war eigentlich nur ein Abend. Und wenn ihr und ich mit Jesus in diesem Abend wäre, dann wäre das am Anfang ganz chillig, sagt man. Ne? Also ein Bootfahrt über See. Und dann plötzlich kommt Sturm und man ist dann an eigenen Grenzen und geht unter und dann Jesus sagt einfach, macht einfach diese Sturmstillung und alle sind so, boah. Und eigentlich ist schon genug für einen Abend zur Verarbeitung, ne? Einfach, ich glaube, für uns wäre dann vielleicht für so eine Begegnung für, weiß ich, für ein Jahr. Aber das war nur Anfang. Dann steigen sie alle aus dem Boot, noch so voll bewegt von dieser Geschichte. Und dann springt denen noch ein Typ entgegen, total verrückter, durchgeknallter, der Besessene nennt denn die Bibel. Und der ist richtig gefährlich. Ne? Man hat probiert, ihn zu fesseln und der zerreißt seine Fesseln und oh, dann was für Gefühle kommen. Man ist erschreckt, oh, man ist, wow, wie geht es Jesus mit dieser Situation? Und dann coole Begegnung von Jesus, und Jesus befreit ihn und dieser Besessene wird frei und boah, dann so Dankbarkeit, Ehrfurcht, Glück. Und plötzlich kommen Menschen aus der Gegend und sagen, hey Jesus, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, du uns zu gefährlich. Dann schwimm bitte zurück oder fähr bitte zurück. Gefühle der Ablehnung, ach, eigentlich schon ziemlich genug für den Abend, alles was erlebt wurde. Aber das ist nur ein Anfang. Und dann Jünger und Jesus, die steigen wieder in Boot und fahren auf andere Seite wieder. Und dort, wie es immer so ist, oh, werden sie schon erwartet. Ganz viele Menschen, alle mit ihren Problemen. Und oh, ich glaube, den Jünger, ich an der Stelle wäre schon ein bisschen genervt. Und dann, ein Typ hat sich aber vorgedrängelt. Der hat sich vorgedrängelt, vielleicht weil er noch so eine höhere Position hat. Der hieß Jairus, ne? Richtig? Wer kennt das? Jairus, ja.
Und er ist so glücklich, dass er vorgedrängt hat sich und schmeißt sich vor Jesus von den Füßen und sagt, hey, Jesus, meine Tochter ist krank. Und Jesus sagt, okay, ich komme zu dir. Und er ist so, juhu, ich hab's geschafft. Ich hab's gelernt. Jesus kommt zu mir. Alles wird gut. Aber alles läuft gar nicht so, wie er sich vorgestellt hat, weil ganz viele andere Menschen drängeln sich. Und dann kommt noch diese Frau, die dann Jesus aufhält und Jesus spricht mit ihr und die Frau wird gesund, blutflüssige Frau. Und Jairus versteht, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr denkt schon, ja, jetzt ist, du bist so wirklich nah dran und jemand verzögert und irgendwas und du hast das Gefühl, Gott läuft alles aus den Rudern und irgendwie, du bist total irgendwie angespannt und Jairus so, krass, ne, noch diese Leute, die stören mit ihren Anliegen. Ich bin schon fast nah an meinem Ziel. Jesus ist fast bei mir. Und doch ist irgendwie, scheint zu spät zu sein, weil diese ganze Zeit, was Jesus da verbraucht hat, und da stirbt die Tochter. Das sind krasse Sachen. Und vor allem, wenn man so denkt, die Tochter von Jairus, die war 12 Jahre. Vor 12 Jahren war Jairus ganz glücklich, als die Tochter geboren wurde. Und die blutflüssige Frau vor 12 Jahren hat ihre Krankheit gekriegt, steht in der Bibel. In dieser Zeit, dass jemand ganz glücklich wird, leidet der andere. Und in dieser Zeit, als blutflüssige Frau nach 12 Jahren geheilt wurde, stirbt das Tochter von Jairus. Dass das so alles nah dran liegt. 12 Jahre Glück, 12 Jahre Leiden. Und du hast das Gefühl, Jesus hat gar nicht alles unter Kontrolle. Du leidest und jemand ist glücklich. Du bist glücklich und jemand leidet. Aber was cool ist, dass Jesus hat alles unter Kontrolle. Und er kommt nie zu spät. Und das ist so ein bisschen, ich habe da ein bisschen aus der Geschichte jetzt rausgezoomt und so einfach Blick auf alles, auf diesen ganzen Tag, was so die Jünger erlebt haben mit Jesus. Und das sind so ganz viele Sachen. Ne? Und wenn du jetzt denkst, hey, jemandem geht gut, der hat seine Arbeit gekriegt, bei dem, der ist glücklich in seiner Beziehung, der hat Chaos gekauft, der, weiß ich nicht, und bei dir läuft alles ganz anders, denkst du nicht, dass du vergessen wirst. Jesus kommt nie zu spät. Aber ich möchte jetzt ein bisschen reinzoomen, wieder so in diese Geschichte mit blutflüssiger Frau. Das könnt ihr auch danach alles nachlesen. Interessanterweise hat die Frau keinen Namen. Die trägt keinen Namen. Die anderen haben Namen. Jairus, weiß ich nicht, Levi. Ganz viele Personen, die du manchmal fast nicht so ganz viel mit denen zu tun hast in der Bibel, die haben ihren Namen. Und bei der Frau ist gar nicht das. Sie heißt blutflüssige Frau. Kennst du dann manchmal, wenn jemand mit irgendwas Problem hat, zum Beispiel, jemand hat ganz großen Pickel auf der Nase. Und dann kannst du dich an seinen Namen gar nicht erinnern. Du weißt schon, das war der Typ mit der Pickel auf der Nase. Oder irgendwie der Typ mit abstehenden Ohren, wo du dann denkst, wie heißt der? Der mit abstehenden Ohren. Oder irgendwelche, der, ich kann mich erinnern an Prediger in Liebenzell, der immer so hippelig war. Und ich kannte seinen Namen nicht bis jetzt, aber ich kann mich erinnern, dass er hippelig war immer. Und manchmal wird unser Problem uns zum Namen, wie bei dieser Frau. Manchmal wird unser Problem, unsere Krankheit, unsere Wunde uns zur Identität. Das war bei dieser Frau, die hat ihre Blutwunde, Blutfluss. Niemand weiß genau, was das so ist, aber auf jeden Fall, die hat permanent Blut verloren. Und im Alten Testament ist das immer, Blut steht für Leben. Und die hat immer nicht Kraft genug zu leben. Kennst du das?
Ich glaube, ich glaube, jeder von uns hat irgendeine Wunde mit sich, trägt die mit sich, und manche vertuschen das ganz schön und wirken ziemlich erfolgreich. Bei den anderen ist das offensichtlich, wo du dann merkst, deine Geschichte verfolgt dich. Wo du dann merkst, das nimmt dich die Lebenskraft, und wo du dann merkst, ach Mann, scheiße, ich reagiere immer so. Ich wurde dann, weiß ich nicht, als Kind musste ich so viel kontrollieren, weil ich niemanden verlassen, auf niemanden mich verlassen konnte, und jetzt bin ich Kontrollfreak und meine Muster kommen immer hoch. Oder du warst verlassen als Kind und du leidest immer an Verlassenheit. Du wirst permanent immer wieder verlassen. Es gibt eine Wunde in dir, die dir am Leben hindert. Und die Frau hat viel erlebt. Die hat Ärzte erlebt und die haben ihr alle nicht geholfen. Doch, vielleicht, die haben ihr geholfen, nur weil sie wusste, wo ihre Wunde ist. Und ich habe Psychologie studiert. Wenn alles gut geht, werde ich dann im Januar vielleicht Suchttherapeutin. Und ich weiß, dass das ganz viel bringen kann. Die Psychologie kann dir zeigen, wo deine Wunde ist. Und das ist ganz viel. Viele Menschen leben ganzes Leben nur zu 20% und wissen nicht, was ist mit denen los. Sie wissen nicht, dass sie ein Problem haben. Deswegen ist es ganz gut, rauszukriegen, wo blutet. Aber heilen kann das nicht. Das kann nur irgendein Pflaster sein. Das kann dich irgendwie am Leben halten. Aber heilen kann nur Jesus. Und diese blutflüssige Frau, der kommt auch an diesem Ufer. Und da an diesem Ufer gibt es zwei Arten der Begegnung mit Jesus. Ganz viele Menschen, ganz große Menge, die drängeln. Sie haben auch ihre Anliegen. Sie wissen ganz genau, was sie von Jesus wollen. Und vielleicht kriegen auch ganz viele ihre Heilung, ihre Antworten. Aber nur bei einer passiert eine Begegnung. Und ich bin überzeugt, dass wir als Christen ganzes Leben so ein drängelndes Christentum leben können. Ich weiß nicht, ob du gläubig bist oder nicht, aber du hast bestimmt im Leben erlebt, dass du anfängst, Gott zu sagen, Gott, bitte, 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 gib mir, gib mir, gib mir. Und es ist schön, am Anfang ist es gut für einen ersten Schritt, dass du Jesus wenigstens so begegnest und siehst, dass er mächtig ist, dass er heilen kann, dass er deine Fragen beantworten kann. Aber es ist ein ganz gravierender Unterschied zwischen ganzen Menschen da und zwischen dieser Frau. Was war das? Ich kenne Drängeln ganz gut. Wenn du in McDonald's stehst und denkst, und du ganz, ganz wenig Zeit hast, du denkst, ah, endlich komme ich da und krieg mein Chickenburger. Und du kriegst den und du denkst, ja, jetzt hast du. Und du hast mit den Menschen da, mit diesem Netten, der das alles verkauft, kannst gar nichts zu tun. Und ich habe auch Drängeln kennengelernt in orthodoxer Kirche, wo ich aufgewachsen bin in Russland. Meine erste Erfahrung war in orthodoxer Kirche, und da musste man so, hat der Priester immer so ein goldenen Neuen Testament rausgetragen. Und das bedeutete Segen, wenn er diesen Testament dir auf den Kopf gelegt hat. Und dann die Leute, die ganze Gemeinde, die strömt dann da vorne, die schubsen einander, und damit jeder, der das auf den Kopf gekriegt hat, der ist gesegnet. Und so gehen wir manchmal mit Gott um. Und man kann ganzes Leben als Christ leben und ganz viel erleben. Gebetserhörungen, vielleicht sogar krasse Wunder. Aber es gibt was Größeres. Und als Kind schon in meiner ersten Gemeinde habe ich manchmal so eine Frau zugehört, die hat immer gebetet. Immer dasselbe Gebet. Und Leute, die sie gekannt haben vorher, die haben gesagt, 20 Jahre betet sie immer nur dasselbe Gebet, dass ihr Mann zu,
zu glauben findet. Und der Mann hat sich zu glauben gefunden, aber war das, ich weiß nicht, ich möchte sie nicht beurteilen, aber auf jeden Fall, ich kenne das. Ich kenne das, dass du an Gott dranbleibst und sagst, Gott, bitte, bitte, ich muss das kriegen. Dann bin ich glücklich. Ich kriege das und dann bin ich glücklich. Aber es gibt eine andere Art. Und bei dieser Frau liest du dann in der Bibel, sie hat sich selbst gesagt, wenn ich nur ihn berühre, dann werde ich geheilt werden. Und dann kommt sie von hinten und berührt Jesus. Und weißt du, was echte Berührung macht? Das macht auch etwas mit Jesus. Jesus spürt das. Und er dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Die Berührung passiert immer zwischen zwei. Berührung ist was anderes als Drängeln. Und Berührung ist immer ein Anfang von der Begegnung. Nachdem die Frau ihn berührt hat, gab es eine Begegnung. So eine Begegnung, dass Jairus gedacht hat, ups, irgendwie hat er schon, ja, weil das hat er gemerkt, dass es, Jesus ist da jetzt. Jesus ist bei dieser Frau. Jesus spricht mit ihr, der ist jetzt mit ihr verbunden. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, was eine Berührung mit Jesus ist, dann möchte ich dir Mut machen. Und weißt du, was noch besonders ist? Du kannst von der Seite nie beurteilen, was andere Menschen betrifft, ob das eine Berührung ist oder eine Dränge. Und lass das bitte. Also, die Jünger stehen so und denken, was? Welche? Weh? Alle drängeln dich. Du kannst nicht von der Seite beurteilen, was in einem Menschen passiert, ob er eine Berührung mit Jesus erlebt so oder drängelt. Und wir sind ganz schnell dabei, jemanden zu beurteilen und sagen, das, nur so und das, das war keine richtige Berührung. Das können nur zwei Personen beurteilen. Jesus und die Person, die ihn berührt hat. Deswegen lass das lieber, darüber zu beurteilen. Und was Ergebnis von dieser Berührung war, war die Heilung. Aber ich glaube nicht nur das. Viele andere wurden auch geheilt. Ich glaube, es war viel, viel mehr. Und wenn du schon erlebt hast, was eine Berührung mit Jesus ist, dann weißt du, wovon ich rede. Und ich möchte dir Mut machen. Weil dann findest du eine neue Identität. Dann plötzlich, und das ist vor allem, ich muss dir sagen, es ist gar nicht so leicht. Wenn du immer eine Identität hättest, wie diese blutflüssige Frau, und plötzlich ist dein Problem weg, dann, es gibt Menschen, die sagen, lieber zurück, dann wusste ich, wer ich bin. Und jetzt neuer Anfang, und das ist immer so. Menschen, die Therapie machen, ich glaube, die wissen, was ich meine, wo du dann merkst, irgendwas Neues in dir, du musst das alte Leben ablegen, aber Neues kennst du noch nicht. Bei Menschen, die Therapie machen, ist das noch klarer. Bei anderen ist das so, das passiert auch, aber das ist schwer bei sich zu merken. Obwohl, dann denke ich, die Menschen, die Therapie machen, haben sogar Vorteil in dem Sinne. Die können das besser fühlen. Aber jetzt noch was. Es gibt nicht nur Berührung, es gibt was mehr. Berührung mit Jesus ist ein ganz wichtiger Punkt, den du erleben musst. Aber ich habe nach meinen 20 Jahren Christsein verstanden, dass nur aus Berührung zu leben, ist mir zu wenig. Jesus ist gestorben, Jesus hat unsere Sünden auf sich genommen. Heiliger Geist ist da. Es gibt was noch mehr als die Geschichte vom damals, ne, wo du dann nur berührst und davon lebst. Und ich weiß nicht, ich kann dir vielleicht so erklären, in ganz schweren Zeiten, in sowjetischen Zeiten, war bei uns wenig zu essen zu Hause. Ne? Und ich kann mich an einen Abend erinnern, als wir ein bisschen Hackfleisch hatten. Und da hatte ich und meine Mutter, wir haben so Fleischküchlein gemacht. Und so, oh, heute essen wir mal. Jeder kriegt ein Fleischküchlein. Und plötzlich klingelt an die Tür.
Und du denkst, scheiße, die Gäste sind da. Und dann diese Ratteratteratterat, verstehst du jetzt das? Weil du weißt, wenn du jetzt teilst, dann hast du weniger. Vielleicht ist ja auch bekannt, also mir ist das bekannt, ich hätte mich dabei so ertappt, wenn du so nach dem Lobpreisabend so total erfüllt bist und dann stehen da ein paar Leute in der Gemeinde, die ganz schwierige. Und du weißt, wenn sie dich anlabern, dann wird das dasselbe Jammerei. Und du denkst, gehe ich besser denn aus dem Weg? Weil das, was ich jetzt habe, ich möchte das irgendwie jetzt, das ist genug nur für mich. Wo du merkst, diese Berührung gibt dir Kraft, aber die reicht nur für dich. Und einmal war ich so, vor ein paar Wochen, wo ich dann gedacht habe, Gott, ich weiß, es gibt was mehr. Es gibt, du hast gesagt, also bei dem, der an mich glaubt, bei dem wird das zu quälen. Und der wird, und wenn Jesus in dir ist, dann sollst du derjenige sein, der in dieser Geschichte gibt. Aber nicht so gibt, dass er kaputt geht. Und dann habe ich gedacht, Gott, irgendwie, ich kenne schon das Leben aus Berührung. Ich kenne das, wo ich so von Lobpreis zu Lobpreis lebe. Wie ein Bekannter von mir, der Drogen nimmt, der hat gesagt, oh ja, ihr Christen seid auch nicht anders. Ihr seid Junkie-Christen. Ne? Von Lobpreis in Lobpreis, so Halleluja und oh Gott, ich gebe dir alles hin nach dem Gottesdienst. Wo war das alles? Dann gibt es anderes Leben, Alltag. Ne? Und sowas, ein bisschen Kraft schöpfen und dann bis zum nächsten Sonntag oder bis zum nächsten Lobpreis, bis zur nächsten Berührung. Ist total kostbar, aber Jesus hat mehr für dich. Ich bin überzeugt. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, Jesus, okay, ich weiß, es gibt was Größeres. Ich bin satt von dem, dass ich nur so für mich ein bisschen habe, damit ich ein bisschen überlebe und irgendwie mich durch das Leben schleppe und nur mit mir beschäftigt bin, wo ich dann heile, ich erlebe Heilung, ich erlebe viele Sachen, aber wann kommen die anderen bei mir dran? Ich bin immer nur mit mir beschäftigt. Und ich habe gedacht, Jesus möchte durch dich wirken. Und ich habe gedacht, ups, ich habe davon Angst. Weil irgendwie klingt mir das total anstrengend. Dass Jesus durch dich Menschen berührt. Jesus in dir. Aber dann habe ich gedacht, oh, ich weiß nicht, wenn das mein Leben schon jetzt so anstrengend sein kann, wo du dann dich abmühst mit dem ganzen Zeug manchmal, wo du dann probierst irgendwas und ob das danach nicht überfordernd wird. Und dann habe ich gedacht, okay, ich vertraue Gott einfach nicht. Und warum man Gott nicht vertraut? Ich habe mal in Bibelschule 2 Jahre mit einem Mädchen im Zimmer gewohnt, nee, 1 Jahr. Und wir haben einander nur so guten Morgen und guten Abend gesagt. Aber wir haben miteinander in ein Jahr gelebt im Zimmer, aber wir kannten einander nicht. Und du kannst 20 Leben Christ sein und verstehen plötzlich, dass du Jesus nicht wirklich kennst. Du kennst ihn schon ein bisschen, aber so wirklich noch nicht. Und dann habe ich verstanden, ich habe gesagt, Gott, okay, ich möchte dich kennenlernen, noch mehr. Und ich glaube, es gibt dieses Leben. Leben in Jesus, wo nicht du dich abmühst, wo er einfach durch dich wirkt. Wo du, und das fängt an, wenn du aufgibst, wenn du sagst, ich habe mich abgemüht, ich habe gekämpft mit meiner Sucht, mit meinen Problemen. Ich bin mit meiner, weiß ich nicht, Vergangenheit, mit meiner Gegenwart, ich habe bemüht mich, nach Geburt zu leben und ich komme nicht weiter, Jesus, ich kapituliere, machst du das. Und Jesus hat gesagt, dass wir bei ihm zur Ruhe finden. Sehnst du nicht danach, so ein Leben zu leben als Christ, dass du Ruhe hast, dass du bei ihm ankommst, dass er durch dich wirkt? Und das hat er gesagt, ich bin bei dir,
das bedeutet, dass du nie allein bist, dass dieses Wir-Gefühl ist. Und ich habe schon gehört von den Ehepaaren, die so geheiratet haben, die haben gesagt, es ist echt eine Sache, wo man zuerst so ein eigenes Denken verändern soll mit diesem Wir-Gefühl. Ne? Plötzlich in Wir zu denken. Und das ist genau das, was Jesus möchte. Der möchte, dass er mit dir so in Wir wirst. Probier mal einfach nächste Woche, wenn du vor einer Herausforderung stehst, zu sagen, nicht ich, sondern wir für dich selbst. Du musst eine Andacht schreiben. Ha. Und denkst, oh Scheiße, ich bin überfordert, ich schaffe das nicht. Und Jesus sagt zu dir, hallo, es gibt wir. Wir, und du sagst, wir schaffen das nicht. Und dann sagt Jesus, nein, wieso, ich schaffe das doch. Und du verstehst, dass das nicht keine Substanz hat. Wenn du probierst, einfach in deine Lebenssituation, in deinen Zweifeln, einfach wir einzusetzen, da wirst du merken, dass da plötzlich Aussicht gibt, was anders. Und das ist nur Anfang. Ich glaube, es gibt so, Jesus, Leben mit Jesus hat so eine Entwicklung. Und viele, also ich glaube, wir alle fangen damit, dass wir drängeln, dass wir erste Erfahrungen machen. Wichtig ist nur nicht dabei stehen zu bleiben. Sonst bleibst du ganzes Leben nur drängelnder Christ. Und irgendwie hast du dich in den Himmel durchgedrängelt und denkst, oh, ich bin da, ich habe mich so abgemüht. Und Jesus sagt, ey, musstest du ja gar nicht. Dein Leben könnte so schön sein und so gut. Und dann lernst du Berührung mit Gott. Und du weißt, dass es so schön ist, zu begegnen. Und diese Momente, die du dann seine Nähe erlebst. Und das ist ein wichtiger, ganz guter Schritt. Und das ist absolute Muss, um Jesus kennenzulernen. Aber wenn du nur dabei bleibst, dann lebst du von Sonntag zu Sonntag. Dann ist dein Leben kraftlos. Und nur wenn du sagst, Gott, ich weiß, du möchtest in mir wirken. Ich gebe auf. Ich gebe meine Kontrolle, ich gebe das, was immer gewirkt hat. Naja, ich gebe das auf. Ich kapituliere. Ich gebe meine Rechte auf. Ja, ich glaube, da kommt er an den Punkt, wo ich angekommen habe, wo ich gemeint habe, ich glaube ja gar nicht, dass Gott gut ist. Nach 20 Jahren Christleben, wo ich immer gesagt habe, Jesus liebt dich, Jesus liebt mich. Aber wenn man so richtig sich gefragt hat, glaubst du das wirklich, kommst du plötzlich daran, dass du gar nicht so wirklich weißt, ob Jesus mit dir gut meint. Und das ist der Punkt. Daran möchte Jesus. Der sagt, dann fragst du ihn und sag, hey Gott, weißt du, ich glaube nicht, dass du mich liebst. Ich weiß das, aber irgendwie spüre ich das nicht zu Ende. Deswegen kann ich dir nicht vertrauen. Lass mich das kennenlernen und mach dich auf den Weg. Und dann kann die Gemeinde Jesus so eine kraftvolle Gemeinde werden, ohne dass Christen sich abmühen, ohne Burnout, ohne, ich glaube daran und ich bin auf dem Weg dahin und das macht Spaß. Und ich bete noch am Ende. Hey Jesus, ich danke dir, dass du alles unter Kontrolle hast, auch wenn wir denken, irgendwie entgleist uns alles und du hast uns vergessen und wie er ihr gedacht hat, dass er schlechter drankommt als die Frau. Ich weiß, dass du nie zu spät kommst, auch wenn wir denken, dass es zu spät ist. Und ich danke dir, dass du das Leben mit dir nicht langweilig ist. Dass man nie sagen kann, okay, ich habe es erreicht, jetzt kann ich mich auf einfach für immer und ewig da setzen und das wäre so langweilig. Ich danke dir, dass du mit uns weitergehst, dass du uns sich offenbarst, immer neu, immer mehr, dass wir dich kennenlernen. Ich danke dir für das Leben in dir, wo du sagst, wir werden Ruhe für unsere Seelen finden. Dein Joch ist leicht. Und ich danke dir, dass es keine leeren Worte sind. Auch obwohl wir so Christen um uns herum sehen, die so sich abmühen und kaputt sind. Aber ich weiß, dass es gibt und das versprichst du uns. Und ich bitte dich, auch wenn da jemand gerade ist, wo er denkt, du gibst mehr, als er tragen kann. Lass uns zu begreifen, dass das deswegen ist, damit er endlich aufhört zu tragen.
Ich danke dir, dass du mehr auflegst, als wir tragen können, damit wir endlich aufhören zu schleppen und abgeben können, dass wir kapitulieren können, dass wir abgeben können, dass wir dich durch uns leben lassen können. Begleite uns bitte dabei. Amen.